blood racing throughout my body. I'm only flesh and bone. I breathe you in with the air that surrounds me, choking on your undertone. No, I couldn't live with the pain. Hi, ich bin Bojan Besinger und dein Tischtennis Online Coach. Heute geht es wieder um ein sehr, sehr interessantes und für mich persönlich wichtiges Thema. Denn es geht um das Thema, die richtigen Trainingspartner finden. Wir haben alle oder kennen alle diese Situation, wenn wir trainieren wollen, aber der richtige Trainingspartner nicht vorhanden ist. Wir sind motiviert und irgendwie passt was nicht. Die Halle fehlt oder wir haben einfach keinen richtigen Trainingspartner, der mit uns trainieren will. Deswegen ist es wichtig, mit anderen Leuten in Kontakt zu stehen, die auch trainingswillig sind. Viele Menschen oder Tischtennisspieler sagen immer, ah ja, keiner will trainieren und keiner hat Lust. Aber im Endeffekt müssen wir selbst Vorreiter sein, um dann andere Menschen mitziehen zu können. Wir können nicht von anderen Menschen erwarten, dass die mega motiviert sind und dass die dann unbedingt mit uns trainieren wollen, sondern wir müssen erst Vorreiter sein, um dann andere Menschen motivieren zu können und mitzuziehen. Das fängt nicht nur beim Training an, sondern auch schon beim Wettkampf mit der Einstellung. Wenn wir dort motiviert sind und die Spieler anfeuern und so weiter, dann wollen die anderen Spieler, Mannschaftskameraden, auch besser werden. So, wenn der Team-Spirit alles passt so, und der Ehrgeiz da ist, Ambitionen, dann wollen wir uns auch verbessern und sind bereit zu trainieren. Du musst also selbst Vorreiter sein, wenn du gute Trainingspartner finden willst. Also ich zum Beispiel trainiere beim SV Weihof, das ist mein Verein. Jedoch trainiere ich nicht nur mit den Spielern aus meinem Verein. Ich habe ca. 7 bis 8 Trainingspartner von unterschiedlichen Vereinen, mit denen ich regelmäßig trainiere. Ich halte guten Kontakt mit denen und versuche, diesen Spielern auch wirklich einen Mehrwert zu liefern. Also sei es jetzt, dass ich flexibel bin und mit ihnen trainieren kann, dass ich motiviert bin, dass ich die Übungen wirklich fokussiert spiele und keinen Quatsch mache nebenbei. Zum Beispiel kann ich hier bei mir im Verein den Spielern eine Halle bieten. Da trainiere ich manchmal mit einem Bundesligaspieler. Ich spiele in der 3. Bundesliga bei Wohlbach. Da kann ich mit ihm trainieren und kann ihm sozusagen die Halle bieten. Er hat einen Trainingsort und ich habe im Gegensatz dazu einen guten Trainingspartner. Wir müssen also versuchen, solche Win-Win-Situationen zu kreieren und anderen Leuten einen Mehrwert mitzugeben. Wir können auch genauso im Training nicht erwarten, dass wir fokussiert oder dass unsere Trainingspartner fokussiert trainieren und unsere Übungen schön zurückblocken, wenn wir selber ganz Quatsch machen, wenn wir mit dem Handy rumspielen, wenn wir mit anderen Personen uns unterhalten. Dann werden wir zum einen nicht besser und zum anderen wollen auch motivierte und ambitionierte Tischtennisspieler nicht mit uns trainieren. Deswegen versuche selbst regelmäßig im Training zu sein bzw. andere Menschen mitzuziehen. Das perfekte Umfeld kannst du nämlich nur kreieren, wenn du selbst ein positives Mindset hast und positive Einstellungen ausstrahlst. Denn wenn die Leute dich nicht mögen oder wenn du keinen Spaß verbreitest oder wenn du zu ernst bist, wenn du einfach ein negativer Mensch bist, also negative Menschen gibt es ja nicht, aber einfach ein Mensch bist, der andere Menschen herunterzieht, anstatt sie nach oben zu pushen, dann wollen die Menschen auch weniger Zeit mit dir verbringen. Ich war zum Beispiel letztens in Berlin und habe einen Verein gesucht zum Trainieren. Da wäre es mir lieb gewesen, wenn ich gewusst hätte, okay, ich weiß sofort, wer motiviert ist und wer nicht. Wer trainieren will, wo Trainingsorte sind für auch außenstehende Spieler. Und da ist mir auch ein Gedanke gekommen nach einer Plattform, die Tischtennisspieler zusammenbringt. Die Tischtennisspieler zusammenbringt, die motiviert sind, die gemeinsam ihre Ziele erreichen wollen. Denn das Umfeld ist so, so wichtig. Es wird ja auch oft gesagt, dass du der Durchschnitt der 5 Menschen bist, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Ich sehe das ganz genauso. Natürlich kann man sagen, ja, nee, bei mir sind es 10 oder 15 oder bei mir sind es nur 2 Menschen, mit denen ich gerne Zeit verbringe. Aber im Endeffekt, wir passen uns immer unserem Umfeld an. Wenn unser Umfeld erfolgreich ist, egal in welcher Art, also im Beruf, im Job, im Sport, ist völlig egal wo, dann werden wir auch automatisch ein erfolgreicher Mensch. Versuche also, dir so ein Umfeld zu kreieren, was dich langfristig nach oben pusht und du dadurch besser wirst. Du wirst dadurch nicht nur ein besserer Tischtennisspieler, sondern wächst auch persönlich voran. Du entwickelst also selbst eine Persönlichkeit, die von anderen geschätzt wird. Deswegen, geh ins Training, sei motiviert, sei fokussiert, trainiere richtig und dann werden die Trainingspartner auch so ein wenig von alleine kommen. Natürlich musst du den Kontakt herstellen, mit denen in Kontakt bleiben
und auch nicht nur an dich denken, sondern versuchen, anderen Menschen etwas mitzugeben, anderen Menschen zu helfen, vielleicht auch mal einen Trainingstipp einfach geben, bei den Leuten, bei den Matches zuschauen und einfach so eine Verbindung herstellen. Und dann gehen die Leute auch gerne mit dir ins Training und versuchen, dass du besser wirst. Versuch zu geben und dann kannst du auch nehmen. Ich hoffe, das Video hat dir weitergeholfen. Ich hoffe, du findest deinen Trainingspartner oder deine Trainingspartner, mit denen du wirklich besser wirst. Und genau, ich freue mich dann aufs nächste Video. Hoffe, du bist wieder mit dabei und wir sehen uns dann. Ciao.